für das Geländereiten achten wir darauf, dass wir eine gut sitzende, passende Trense haben. In diesem Fall haben wir ein mexikanisches Reithalfter korrekt verschnallt. Dann einmal einen gut sitzenden Sattel, möglichst einen Springsattel. Es geht aber auch natürlich ein Vielseitigkeitssattel mit Schwerpunkt Springen für den Anfang. Wichtig ist hierbei, dass man Pauschen hat, kleine vorne, die nicht zu dick sind, die nicht das Knie zurückdrücken des Reiters, dass man trotzdem noch genügend Bewegungsfreiheit hat. In diesem Fall haben wir einen Springsattel, der auch hinten noch Pauschen hat, die auch nicht zu dick sein dürfen. Das Bein sollte ja immer noch vorne am Gurt liegen können und darf in keiner Phase des Anreitens oder des Springens nach hinten rutschen. Dann haben wir hier einen Stollenschutzgurt. Zu den Stollen kommen wir gleich noch. Ein 5-Punkt-Vorderzeug mit Martingallgabel. Bei der Verschnallung hierbei müssen wir darauf achten, dass das Vorderzeug hier unten nicht zu groß ist und nicht durchhängt, dass das Pferd im Sprungablauf nicht mit dem Vorderbein hängen bleiben kann. Sowie auf die korrekt verschnallte Martingallgabel. Wenn man diese anhebt, muss sie auf gleicher Höhe mit dem Widerrist und der Kruppe sein. Zum Schutz der Pferdebeine tragen die Pferde im Gelände Gamaschen. In diesem Fall sind das Springgamaschen, vorne und hinten Streichkappen sowie Springglocken. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Gamaschen nicht zu lang sind, das Pferd nach unten und oben nicht behindern. Bei den Springglocken ist darauf zu achten, dass diese nicht zu groß sind, nicht über den Huf hinausragen, eng genug sind, damit das Pferd nicht reintreten kann bzw. hängen bleiben kann. Hier haben wir einen 5-Punkt-Martingall. Es sollte so verschnallt sein, dass es hier unten nicht zu lang ist, dass das Pony im Sprung oder am Sprung nicht darin hängen bleiben kann. Sowie eine Martingallgabel, die so verschnallt sein sollte, dass sie auf Höhe des Widerristes ist bzw. dass die Zügellinie nicht unterbrochen ist. Sehr wichtiger Ausrüstungsgegenstand sind die Stollen. Sie sollten gut passen, gut sitzen und den Bodenverhältnissen angepasst sein. Hier haben wir kleine Vierkantstollen, die für Rasen, für trockene Bodenverhältnisse geeignet sind.